In dieser Folge werfe ich einen Blick auf die App GoFormative. Diese App bietet die Chance, ganz fortschrittliche Möglichkeiten zu nutzen im Sinne von neuen Aufgabenformaten. Man kann diese App auch missbrauchen im Sinne von einer schlimmen Kontrolldidaktik, aber die positiven Möglichkeiten, die würde ich gerne mal direkt in der App zeigen. In der App GoFormative habe ich sehr unterschiedliche Formate zur Verfügung, um für Schüler Aufgaben zusammenzustellen. Und welche das jetzt im Einzelnen sind, möchte ich mal zeigen. Man hat also hier in dieser Aufgabe, sieht man das recht schlicht, Multiple-Choice-Möglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, die Schüler müssen eins von diesen Antwortmöglichkeiten ankreuzen. Das Besondere bei GoFormative ist, dass die Schüler, man kann es so einstellen, wenn man möchte, dass die Schüler sofort nach der Beantwortung sehen, ob ihre Antwort richtig oder falsch ist. Das ist hier noch relativ schlicht, aber man wird sehen, dass das bei den komplizierteren Aufgaben doch durchaus noch eine andere Sinnhaftigkeit bekommt. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, dass Aufgabenfelder eingetragen werden müssen, also dass offenere Fragen gestellt werden, die dann in einem Textfeld beantwortet werden. Und hier in dieser Aufgabe ging es jetzt darum, dass die Schüler ein Zitat aus dem Stadtrecht beurteilen sollten. Du kannst dein Urteil entweder in einem kurzen Text formulieren oder per Audio aufnehmen. Und dann war hier die erste Möglichkeit so, dass die Beurteilung des Zitats in einem Text, also wieder in diesem Textfeld hier, passieren konnte. Und die zweite Möglichkeit sieht jetzt vor, dass über dieses Antwortfeld der Schüler einfach hier raufklickt und sich dann sofort das Mikrofon öffnet und der Schüler seine Antwort einsprechen kann. Und das ist in Fremdsprachen, finde ich, eine tolle Möglichkeit, wie man original Audios der Schüler als Lehrer bekommt und dann auch damit umgehen kann, aber auch in Fächern wie Englisch, jenseits von Englisch, also Geschichte oder Deutsch, gibt es ja durchaus die Möglichkeit oder Schüler machen davon auch Gebrauch, ihre Antworten eben nicht als Text, sondern so wie hier vorgesehen als Audio einsprechen zu können. Finde ich eine prima Möglichkeit. Dann kann man natürlich auch Bilder verwenden, hier in recht guter Qualität. Es ist so ähnlich wie bei Microsoft Forms oder Google Forms. Und hat hier auch kleinere Antwortfelder, um Antworten zuzulassen. Oder man hat natürlich auch Ankreuzmöglichkeiten, wo mehrere Antworten richtig sind. All das ist jetzt nicht so unterschiedlich zu Forms. Das hier ist eine Sache, die gibt es auch bei Microsoft Forms, glaube ich. Und zwar sollen bestimmte Aussagen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Aber auch hier ist bei Formative das meines Erachtens ganz gut gelöst, dass wenn die Schüler das tun, also man fasst als Schüler dann einfach mit seinem Stift oder seiner Maus so ein Feld an und kann es nach oben und unten verschieben. Das geht jetzt hier nicht, weil es Screenshots sind, aber so funktioniert es. Und dann, wenn der Schüler auf Abgeben drückt, sieht er auch sofort, ob seine Antwort richtig ist, an der Skala von grün bis rot oder ob daran noch was zu tun ist. Genau. Das ist ein Aufgabenformat, wo jetzt hier mit Textstellen aus Iphigenie bestimmte Textstellen mit der ja, inhaltlichen Erklärung sozusagen zugeordnet werden können. Das überprüft Textverständnis. Und auch hier ist es so, dass der Schüler eben diese einzelnen Felder nehmen kann, aufnehmen kann und dann dahin schiebt, wo es seiner Meinung nach hingehört und danach auch wieder sehen kann, ob das korrekt oder nicht korrekt gelöst wurde. In dieser Aufgabenform gibt es vier Kategorien. Vergangenheit, Änderungen durch Iphigenie, aktuelle Probleme, TOAS und TOAS-Pläne. Und die Items, die auf der linken Seite stehen, die werden hier festgehalten, hoppla, und dann in dieses Antwortfeld gezogen, sodass ja, bestimmte Items Kategorien zugeordnet werden sollen. Und auch da, klar, kriegt man sofort, wenn man das möchte, eine automatische Rückmeldung. Man sieht hier, dass Videos natürlich auch eingebaut werden können. Genauso wie Bilder, das ist klar. Und hier ging es jetzt darum, dass eine schematische Darstellung einer mittelalterlichen Stadt angefertigt werden sollte. Die Schüler haben also vorher Informationen bekommen über den Text und über das Video und sollten jetzt eine Skizze anfertigen. Es geht darum zu verstehen, wie ja, die Bevölkerung der mittelalterlichen Stadt aufgebaut ist anhand des Wohnortes und Aufbau der Stadt und hier gibt es noch so ein Hilfefeld, wenn dem Schüler also nicht, trotz der Lektüre nicht ganz klar ist,
welche Elemente da drin sein sollten. Dann gelangt man hier auf diese Hilfeseite, wo man die 8 Elemente nochmal sich angucken kann. Und dann gibt es dieses Antwortfeld Show Your Work. Und dieses Show Your Work-Feld, wenn als Schüler ich in der Ansicht das jetzt anklicke, sieht es so aus, dass sich so eine Art Whiteboard öffnet, wo man hier auf der linken Seite von Farbe und Stift und so weiter verschiedene Möglichkeiten hat, ja, auch mit grafischen Elementen da zu arbeiten. Also hier kann man Kreise und verschiedene Formen auswählen, sieht man. Und jetzt hat man eben schon gesehen, dass das jetzt ein Schülerergebnis ist von dieser gezeichneten mittelalterlichen Stadt. Das ist jetzt hier in Schwarz-Weiß, könnte aber auch, sollte ja eigentlich in Farbe gemacht werden, ist aber hier jetzt eben sehr präzise angefertigt. Also das ist das, was direkt in diesem Whiteboard von der Schülerin gezeichnet wurde. Und das Besondere bei Formative, und das ist eigentlich jetzt der Punkt, der mich besonders anspricht, ist, dass ich also auch im Synchronunterricht parallel direkt sehe, dass hier oben werden jetzt die Felder der Namen der einzelnen Schüler, was jeder Schüler gerade anfertigt. Also ich kann live beim Prozess sowohl bei diesen Zeichnungen als auch bei Texten dabei sein und sehe direkt, was passiert, kann mir das auch in verschiedenen Ansichten größer, kleiner anzeigen lassen. Und das Besondere ist eben, nicht nur, dass ich hier sehe, wie die einzelnen Schüler arbeiten, sondern ich kann ihnen direkt Rückmeldung geben. Also wenn das jetzt direkt im Unterricht passiert, dann kann ich auf einzelne Arbeitsprozesse der Schüler klicken und dann öffnet sich hier so ein Feld, das kann ich auch in verschiedenen Größen natürlich einstellen und ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, der Schülerin Feedback zu geben. Ich kann hier in dieser Farbskala hier oben, nicht, von Rot bis Grün, das ist jetzt hier auf einem Punkt eingestellt. Also ich kann auch eine Punktzahl vergeben. Wenn man mal die Aufgabe bekommt, 10 Punkte, dann könnte ich jetzt hier eintragen, bisher bist du bei 7 Punkten. Oder ich kann diesen Regler eben so verstellen von links nach rechts. Und alles, was ich hier mache, sieht die Schülerin direkt auch auf ihrem Bildschirm. Ich kann auf Draw Feedback gehen und kann direkt selber auch in der Zeichnung mitzeichnen oder da verschiedene Pfeile, Hinweise geben oder bestimmte Stellen markieren, betonen. Und ich kann hier unten auch Feedback schreiben. Also so wie ein Kommentar in einem Google-Dokument kann ich hier einen Kommentar schreiben, der direkt in der Arbeit, also unter der Arbeit der Schülerin dann erscheint, sodass die Schüler direkt Feedback bekommen und ich ihnen unmittelbar da eine Rückmeldung geben kann. Das ist manchmal im Klassenraum vielleicht ein bisschen albern, wenn man direkt beieinander sitzt und das dann eben auch mündlich vielleicht sagen kann, aber in Zeiten von ja, distanzierterem Unterricht ist das ja doch auch eine schöne Möglichkeit. Und das ist eben, also diese Möglichkeiten hier sind das, was der App auch den Namen gegeben hat. Nicht? Das ist Formative Assessment, dass man im Prozess Rückmeldungen geben kann, die verwendet werden, um das eigene Arbeiten zu verbessern oder doch in eine vielleicht noch etwas andere Richtung zu lenken. Und das kann ich eben nicht nur ja, bei einem Schüler, sondern man sieht wirklich bei allen Schülern machen, sodass ich dort, wo ich möchte, auch hilfreich mit Feedback zur Verfügung stehen kann. Genau, das geht natürlich genauso mit Texten, nicht? Man kann sich das auch auf dem ganzen Bildschirm angucken. Das ist jetzt hier so eingestellt, dass es kleinere Felder sind, aber es geht hier oben mit dieser Erweiterung auch so, dass ich den ganzen großen Text sehe. Und auch hier habe ich die Möglichkeiten, wieder mit der Skala oder Feedback direkt auf den Text zu reagieren und im Prozess noch Hinweise zu geben, um ja, Denkanstöße oder Tipps ja, loszuwerden, die von den Schülern dann benutzt werden können. Hier sieht man jetzt nochmal eine Übersicht, wenn ich das per Edit als Aufgabe erstellen möchte, welche unterschiedlichen Aufgabenarten es insgesamt gibt. Ich kann also erstmal Content, also Inhalt einfügen, Audio und alles eigentlich einfügen, also alles, was man sich vorstellen kann. Nichts gibt eigentlich nichts, was man da nicht machen kann, glaube ich. Und ich kann eben auch, wenn ich wie in Folge 2 dieser kleinen Serie da gezeigt habe, dass man aus bestehenden Arbeitsblättern Text oder etwas anderes erfasst, dann kann ich das hier eben auch zum Beispiel in einem Textblock so einfügen, dass es in der Kombination so erscheint, wie ich das jetzt aktuell haben möchte. Kann es kombinieren, auch mit anderen medialen Möglichkeiten. Und ich glaube, die Bilder, die ich digital hier einfüge, die sind dann doch vermutlich von besserer Qualität, als wenn ich ein Arbeitsblatt fotografiere. Aber ich kann eben auch ganz andere Aufgabenformate noch benutzen, wie ich es gezeigt habe, dass die Möglichkeiten eben sehr stark erweitern. Zum Beispiel dieses Audio Response, was ich echt ziemlich klasse finde. Und hier sieht man, dass es auch noch Möglichkeiten gibt, die ich wegen meiner Fächer eben jetzt noch nicht angesprochen habe. Also Numeric und Graphing sind Möglichkeiten, die mathematisch, naturwissenschaftlich
dann mit Formeln oder mit Zeichnungen Möglichkeiten eröffnen, die man dann in dem Unterricht einsetzen kann. Alles andere, glaube ich, habe ich im Großen und Ganzen gezeigt. Nicht Show Your Work war das mit der Zeichnung der Stadt. Essay ist eben ein größeres Textfeld, also ein größerer Text, der geschrieben werden soll. Und Short Answer wäre eine kleinere Sache. Die anderen Sachen kann man dann, glaube ich, in Ruhe auch mal ausprobieren, sich angucken. Und ich glaube, dass man da doch eine ganz große Möglichkeit hat, Dinge jenseits vom Arbeitsblattunterricht durchzuführen. Auch wenn man es ganz streng nimmt, ist das ja, wenn man jetzt auf die einfachen Formen reduziert, auch nichts anderes als ein digitales Arbeitsblatt. Aber ich finde, die Möglichkeiten sind doch größer. Und auch die Möglichkeiten der Schüler, da zu arbeiten, sind doch etwas andere. Insofern lohnt sich, glaube ich, ein Blick in Richtung GoFormative, um das digital dann so auch einzusetzen. Das war's und bis zum nächsten Mal.